Wir haben die Pressekonferenz gemacht, um einfach bei den Medien ein, nennen wir es mal, seriöseres und faireres Prozedere anzumahnen und oder Berichterstattung anzumahnen. Und es war auch ein Zeichen ganz einfach an die Mannschaft, dass wir die Mannschaft nach außen unterstützen und dass es darauf ein Medienecho gab in der Größenordnung. Ich glaube, war klar, dass es das als Antwort gibt. Das hat mich persönlich auch nicht überrascht. Aber das Wichtigste war, dass wir am Samstag gewonnen haben in Wolfsburg, dass die Mannschaft gut gespielt hat, dass die Mannschaft eine Reaktion gezeigt hat nach den 4 Spielen vorher, wo sie ja leider nicht so erfolgreich war, auch nicht gut gespielt hat, muss man sagen. Das war das Wichtigste und dementsprechend ist das jetzt okay. Es war doch klar, dass darauf es ein Medienecho dieser Qualität gibt, weil ich meine, wir haben die Medien kritisiert. Dass die Medien zurückkritisieren, war zu erwarten. Aber ich glaube, dabei sollten wir es jetzt auch belassen. Weil das Wichtigste ist das Spiel. Und das Spiel am Samstag, wie gesagt, war auch ein wichtiges Zeichen der Mannschaft. Ich glaube auch, dass sie die Zeichen der Zeit verstanden hat, dass wir ganz einfach nach den 4 Spielen, wie gesagt, in denen wir nicht gut gespielt haben, dass sie ganz einfach jetzt auch gefragt ist, dementsprechend zu reagieren. Das hat sie gut gemacht in Wolfsburg und ich hoffe und wünsche, dass wir da morgen weitermachen. Ja, wir haben jetzt eine Woche vor uns mit dem Spiel morgen in Athen und dann am Samstag in Mainz und wir wollen eine erfolgreiche Woche idealerweise haben. Es gab Spieler, die haben sich dafür bedankt, aber ich glaube, das muss auch jeder für sich selbst bewerten. Entscheidend war, dass wir schnell die Kurve jetzt wieder kriegen. Wir haben das am Samstag, wie gesagt, gut gemacht. Das war ein erster wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und ich hoffe, dass jetzt weitere folgen und dass wir morgen, wie gesagt, dann eben da weitermachen, wo wir am Samstag aufgehört haben. Ich habe gelesen, was der Juan gesagt hat. Ich muss ehrlich sagen, das hat mir gefallen, weil er da sehr entspannt mit umgegangen ist. Ich glaube, der Uli weiß, dass er da auch zumindest mit dem einen Wort nicht sehr glücklich gelegen ist. Aber wir werden... Ich glaube, wichtig ist, dass Juan auch weiß, dass er sich bei Bayern sehr wohl gefühlt hat, dass er bei Bayern München auch eine schöne Zeit erlebt hat und dementsprechend ist das okay jetzt.